Und dieser streichelt so Hasenstadel, voll die netten Hasen haben sie da drinnen. Gebt es bitte ein und es wird sich so an lachen. Die stille Seiten, das sollen da als Kuh auf jeden Fall unterschreiben. Was lachst du jetzt davon? Freudentränen, dass wir bald oben sind. Satte Tour, sattes Bano. Schaut euch das einmal an. Das Söldental. Einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, wo sind wir? Wo sind wir? Mit S fängt es an. Mit N hört es auf. Auf. Mit N hört es auf, ja. Gut, gell. Und Ö ist in der Mitte. Nein, das ist das zweite. Also Österreich. Sölden. Ah, Sölden, ja. Stimmt, wir sind in Sölden. Ist aber unter anderem auch Österreich. Ja. Für uns geht es halt ein bisschen in der Seitental an die Grenze Italien-Österreich. Vor ein paar Tagen waren wir in Deutschland. Österreich, das ist ja bei Tirol nicht wirklich schwer, die ist da ja noch ein paar Kilometer breit, also ja. Von denen her bist du immer in ein Nachbarland gelandet. Ja, Wetter schaut sehr gut aus. Mhm. Es sind jetzt zwei Tage wieder mal stabil, danach wieder ein bisschen schlechter. Aber stabil, trotzdem haben wir natürlich ein bisschen eine feuchte Luft, da ist 16, ist typisch für den August noch. Aber ein Traumpanorama. Okay. Ja, wir fahren heute auf die stille Seite des Söldentales. Seite, das ist eigentlich nur Inntal, kann man ja sagen, Inntal, ja, auf der Seitendorf in Inntal. Weil da rechts ist ja relativ remi-demi, da hinten ist der ganze Bikepark. Schon ganz cool. Ja, passt einmal für einen Tag. Genau. Und da sind ja auch relativ viele offizielle Trails, wir hängen dann noch ein paar Alpine dazu und so sollte das Ganze auch laufen. Wollen Sie nachkürzen? Nein! Wiesel? Ja, ich leuchte da gut drauf, da sieht man voll viel. Nein, da war jetzt wirklich Wahnsinn. Ja, packen wir es an, oder? Und dieser Streichel zu Hasenstadel, voll die netten Hasen haben sie da drinnen. Sölden, kannst du mir eingeben, Hasenstadel, Sölden ist echt ein netter Streichel zu. Gebt es bitte ein und es wird sich so an lachen. Ja, es ist schon nett, so viele junge Hasen da unten, das ist Wahnsinn. Das verlinkst du jetzt aber nicht, aber ich könnte es gerne selber nachgucken. So, wir können jetzt die ganze Straße noch rein. Aber echt schön da. Wir sind ja richtig früh drauf. Bis jetzt haben wir noch keinen Menschen getroffen. Echt perfekt. Bis jetzt stimmen wir mal die stille Seite der Söldentals. So, weit herin, da sehen wir schon. Jetzt haben wir auch schon volle gute Sicht auf die Berg. Jetzt seht ihr da vorne, wahnsinnslanges Tal und traumhafte Berge darüber, echt krass. Also die stille Seite passt auf jeden Fall. Vorher hat uns allerdings ein kurzzeitiger Shuttle überholt. Das war es einmal kurz aus mit der Stille. Aber die sind ja schon wieder hinter uns und irgendwo verstrahlt.
Deshalb selbst es ist kein Mensch da. Traumhaft. Ja, das ist jetzt wieder richtig steil und unwegsam. Und es geht weiter steil. Ich sehe es total schön. Schon voll gute Sicht auf die Berge hinten. Teilweise können wir nicht reden, sind aber schon zeitweise beim Schirm. Sie wird aber erst jetzt auch wieder zum Schirm. Oder noch nicht. Gar nicht einmal, schau. Schau, sink das auf. Hast du einen leckeren Fuhr da her? So, auf jeden Fall voll coole Landschaft da. Und so können wir auch gut weiter. Machen wir ein paar Meter. Ewig lang ist da einer. Wir haben schon so lange keine Kurven mehr gemacht. Es geht einfach nur gerade eine. Tschüss euch. Boah, was bist denn du für ein Hübscher, ha? Ja, gut nach Schwitz. Oh je. Oh, ja. So jetzt. Radl ist ein bisschen ungeheuer. Wir schämen es ja eh. Wir tanzen nichts. Ja, ihr seht, wir sind schon weit herin. Da oben ist sogar schon die Hütte. Das sieht man jetzt auf der GoPro nicht, weil man es mit dem freien Auge schon schwer sieht. Bei den ganzen Steinehaufen. Man kann immer wieder treten, Schirm. Und das wirst du wahrscheinlich von einem zum Drang werden. Aber die machen echt gut Meter so. Und so schlängeln wir uns da jetzt eine und auf. Und typisch da die Gegend Vollgas verblockt. Aber wir sitzen auch anders sein, wenn du mich schaust. Es ist einfach nur ein Steinehaufen. Aber schön. Wunderschön. Mittlerweile sind wir schon beim Drang. Huckebike ist schon justiert. Da geht es jetzt für uns auf. Und da oben, der Punkt über Martin, ist unser Ziel, die Hütte. Und ich schwenke ihn kurz mal aus. Es ist echt gigantisch da. Traumhaft. Wow. Sehr eindrucksvoll. Typisch für dieses Gebiet, total rau. Aber echt wunderschön. Und ihr seht, es ist echt menschenleer. Das ist gar nichts. Da oben sind zwei und das sind die einzigen, die mir begegnet sind. Das war's auch schon. Ja, geht super. Auch hier vorne wäre da eine kleine Herausforderung. So leicht ist er gar nicht. Ziemlich verblockt. Da geht es jetzt eh relativ gut. Und ja, schauen wir, was uns noch so erwartet. Schauen wir mal, dass wir aufkommen. Und schauen wir weiter. So, da ist jetzt ein bisschen flacher, da können wir wieder schieben. Und es schaut einfach aus wie auf einer Mondlandschaft. Wahnsinn. Total weitläufig da herum. Sogar ein kleiner See noch. Schwenke ich mal da raus. Da war der See. Und ja, von den Gletschern ist nichts mehr über. Sind einfach weg. Und da oben ist auch schon die Hütte. Und von den Masten. Gut, das sind jetzt die letzten paar Meter. Dann haben wir es geschafft. Da umwachteln auch schon die Feinden von der Hütte. Seht ihr es? Und ja, es war echt ein langer Hatscher. Ewig lang ist da einer.
Ich schaue hier mal kurz raus. Ja. Ganz da hinten draußen sind wir gestartet. Also es war echt lang, lang. Aber schaut mal, wie schön bitte einfach. Und es ist gar nichts los. Also die stille Seiten des Höllentals kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ötztal. Was? Nicht Höllental, Ötztal. Du hast als Höllental gesagt. Hä? Verarsch mich. Ötztal sind wir, Schatzl. Was lachst du jetzt davon? Hä? Freudentränen, dass man bald oben ist. Nein, ich spule nämlich heute nochmal vielleicht weil ganz am Anfang vom Video. Was du nämlich auch gesagt, glaube ich. Die Stille, das, da ist. Ja, egal. Wir schauen jetzt mal, dass wir da raufkommen. Die Luft brauche ich noch. Und dann schwenke ich mich um. Einmal raus. Blick aufs Handy. Was? Wir sind oben. Wir haben es geschafft. Satte Tour. Sattes Bano, schaut euch das einmal an. Knapp auf 2800. Richtig schön da herum. Ja, wenn sie jetzt ein bisschen einkehren und dann werden wir gemütlich anfahren. Ja, das ist echt der Wahnsinn. Vor allem die Farben sind jetzt echt krass, oder? Mhm. Der Söldental. Der Söldental. Ja, das ist jetzt unser Jausenplatzl. Wir haben es genau gleichzeitig getastet, du. Was? Ich habe mein Handy genau gleichzeitig eingeschrieben, auf einmal funkt es der Film noch. Ja, da hinten ist die hinten. Echt ein wunderschöner Platz. Auf die Abfahrt, ja. Das wird jetzt teilweise ein Flohiger. Flohiger weiß gut, was werden. Aber es passt schon. Alles hier. Davor gibt es einmal Pfeffer für den Morgen. Und Kartoffelbrot gegessen. Kartoffelbrot, ja. Ja. War ein Angebot. Nachher sind wir über die bergigen Sachen zu guten Preisen. Hm, ja. Mit Nuss drin. Ja. Nuss, deswegen bleibt es länger. Weich, frisch. Genau. Ja, der Aussicht haben wir das jetzt nicht schmecken lassen. Oh,
you in Chanel, cause it's just perfect for your smile. Girl, I swear for you, I'd run the world, I'd run the miles. The way you look at me, I think I'm going insane. It's crazy how we started, not to what the love you can't. You need me, say my name. Don't ever hesitate. It's 2 a.m. outside, when I'm with you, I feel way too high. No, you got me going crazy, baby. I just need to know that you will stay, please, yeah. With you I feel too high. Whoa. Got me going crazy, stone cold up, but my blood keeps raising. Ay, if you run, then I'm chasing. Girl, you number one, I know that you know you're amazing. Okay, I swear you got me high, and I ain't talking about no drugs. So all I need is you, I swear your love is like my plug. Hey, baby, I might come and steal your heart, I'll make a crime scene. Designer on your tight jeans, some diamonds for your timepiece, yeah, yeah. You know you got me going crazy, baby. I just need to know that you will stay, please, yeah. It's 2 a.m. outside, when I'm with you I feel way too high.
vom Trail zum Parkplatz. Wir haben es verdoppelt heute einmal. Das ist jetzt echt frisch. Der Motor ist warm, gell? Fein, kannst du auf Motor drauf. Ja, echt frisch, das ist schon ganz im Winter, aber ja. Alles, was wir so mit haben, gut so. War an sich eine coole Tour. Auch recht hackelig, aber das Granit ist typisch in der Region, dass so hackelt. Voll gern. Ja, die Überschreitung war dann auch vom Joch noch gegangen. Kommen sie mir aufgehalten. Ja, uns hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Voll. Danke. Genau. Kann man dir nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Allerwichtigste. Fällt mir. Und beim nächsten Mal wieder einschalten. Genau. Das sehe ich nicht. Einiges von da. Richtig ja. Cool. Also nicht verpassen. Das stimmt, ich habe echt noch einiges. Denke, ich ja, noch du hast krass, super Planungen wieder, ja, was krass, ich gesehen habe. Ich kriege zwar schon Angst und ich fange jetzt schon schwitzen, aber ich freue mich. Ich habe keinen Schokokaffee. Kommt dahin. Passt. Macht es gut. Für dich. Ciao.